Heute vergleichen wir die Top 3 Barfußschuhmarken und eines ihrer Modelle jeweils, die zumindest derzeit auf dem Markt sind. Vibram 5 Fingers, den FX Trainer von Soulrunner und die Leguano Schuhe. Zwei der drei Schuhe habe ich persönlich über ein Jahr getragen und entsprechende Langzeiterfahrung kann ich heute zum Besten geben. Die Leguano Schuhe werden von meiner Freundin getragen. Also um erstmal einen kleinen Eindruck von den Schuhen zu gewinnen, werde ich die grundsätzlichen Merkmale des Schuhs mal in einem Video euch jetzt einspielen. So, kommen wir mal zu dem optischen Vergleich. Hier habe ich nämlich alle drei Schuhe vorrätig. Das heißt einmal Vibram 5 Fingers, dann der Leguano Schuh und der von Soulrunner, der FX Trainer. Und ich möchte einmal die Schuhe, man hat ja selten so den optischen Vergleich, wirklich mal ja, rein von der Optik, mal dass ihr den Vergleich seht. Also, zuerst kommen wir zur Sohle. Hier ist die härteste Sohle, das ist der Vibram 5 Finger und ja, die soll so anatomisch geformt sein, zumindest ist jetzt hier so ein Standardfuß, der hier nachgeformt ist und die Sohle ist relativ dick und die Sohle ist relativ starr, das heißt hier musst du echt drücken, um wirklich da und hier hinten, da hast du wirklich, also die Hacke, die ist richtig, richtig, also schon fast gedämpft würde ich sagen, also die ist, na, ich weiß nicht, aber halben Zentimeter könnte das wirklich schon fast sein. Also das ist richtig massiv hier. Also ja, die auf jeden Fall dickste Sohle von allem. Die zweitdickste Sohle hat der Leguano. Der Leguano hat allerdings im Gegensatz zum Vibram 5 Fingers, der ja wirklich keine Elastizität groß hat im Schuh, also im Abrollen, hast du beim Leguano eine extrem gute Flexibilität. Das heißt, der rollt hier ganz, ganz einfach. Und der Bodenkontakt ist allerdings so besser als beim Vibram 5 Fingers, aber es auch durch diese Noppen, die du hier hast. Seht ihr die Noppen? Hast du auch nicht einen direkten Kontakt, allerdings die Noppen geben das weiter. Das heißt, du hast zwar keinen direkten Kontakt, aber so wie so eine Kopie vom direkten Kontakt. Und deswegen sind die schon ein bisschen barfußähnlicher von der Sohle her. Der vom Soulrunner, der FX Trainer, der hat die dünnste Sohle von allen. Die ist nur einen halben Millimeter dick und die Flexibilität ist auch sehr, sehr gut. Also das ist wirklich, die kann man auch hier einfach immer so einpacken, wenn man sie einfach mitnimmt, wenn man barfuß läuft. Und der hat mit Abstand das beste Gefühl für den, also den direkten, für das direkte Gefühl für den Untergrund. Hier merkst du wirklich jeden Stein und du merkst tatsächlich den Stein. Hier merkst du ja nur dort, wo der Stein ist, durch die Noppen. Aber hier ist es wirklich das direkteste Gefühl. Also hier hast du wirklich Barfußgefühl einwandfrei. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist natürlich generell der Schuh, die Schuhform. Der Vibram 5 Fingers, das seht ihr hier, der hat, ja, ist komplett offen hier. Und es gibt auch Modelle, die auch bis hierher zu sind, wo wirklich bloß der Unterfuß quasi herauskommt. Bei dem hier ist aber eins wirklich, das habe ich auch schon in der Amazon-Rezension gesehen, richtig, richtig eklatant. Das ist hier hinten das Ding. Dieses Ding, das ist so, so fest, das tut hinten richtig, richtig scheuern. Frauen werden das sicherlich kennen, die haben, da gibt es solche Pflaster für die Hacken, damit das halt nicht aufreißt. Und hier bei diesen Vibram 5 Fingers reißt das regelmäßig hinten die Hacke auf an dem Ding. Also ja, total schlecht gelöst und hat eigentlich auch keine Funktion hier hinten, dass dieser Nibbel da ist. Und ist wie gesagt auch richtig, richtig fest, ganz fester Gummi. Ja, nicht so schön. Charakteristisch für die Vibram 5 Fingers ist natürlich, dass du hier die einzelnen Zehen hast. Ja, da komme ich nachher natürlich nochmal dazu in der Rezension, aber das erstmal nur so als Fakt, jede Zehe ist einzeln. Der Leguano, der ist halt so ein Vollkonzept quasi, da ist halt, dein Schuh wird vollkommen eingepackt wie so in einer Socke, schmiegt sich natürlich sehr, sehr gut deinem Fuß an und entsprechend sollst du natürlich die richtige Größe kaufen und ja, und der ist extrem bequem. Das heißt, der schnürbelt nirgendwo oder sonst was, sondern ist einfach vollends richtig mega bequem. So, und ja, und dann haben wir den Soulrunner, also den FX Trainer von Soulrunner. Und der hat auch so eine offene Sache, aber hier, das ist ganz weicher Stoff hier. Da tut nichts reiben, gar nichts. Und ganz charakteristisch für die Soulrunner Schuhe ist, dass die vorne hier sehr, sehr breit sind. Und dass sozusagen deine Füße, dass die nicht so eng sind, sondern dass die frei sind. Die können sich, die Zehen, die sind zwar nicht die einzelnen Zehen, aber die Zehen können sich so locker, wie sie sind, so ein bisschen voneinander spreizen. Und haben ja wirklich genug Platz, um auch wirklich dieses Barfußgefühl zu haben. Und du hast nicht das Gefühl, in dem Schuh zu sein. Also das ist meiner Meinung nach auch für mich persönlich auch hier der ganz, ganz klare Gewinner. Ja, dass du von der Optik, dass ihr die Schuhe mal gesehen habt, ja, dass ihr einfach wirklich auch mal den optischen Vergleich habt von den Schuhen und ja, dann machen wir weiter mit dem ganz normalen Vergleich.
Das waren die grundsätzlichen Unterschiede, ja, zumindest von der Form. Ich habe euch ja auch alle drei Schuhe unten verlinkt. Die Preisdimension ist bei allen drei Schuhen recht ähnlich, wobei die Leguano wohl tendenziell ja eine Spur billiger sind als die beiden anderen Marken. Aber das entscheidende Merkmal bei einem Barfußschuh sollte meiner Meinung nach die Sohle sein und auch in dem Zusammenhang auch die Haltbarkeit. Und bei der Gefühlsechtheit der Sohle hat der Sohle immer noch ganz klar das authentischste Straßengefühl oder Wiesengefühl, je nachdem. Und ja, der Leguano als zweitbeste, sage ich mal, und als letztes dann wirklich der Vibram Five Finger. Das bedeutet eben, dass man dieses Gefühl bedeutet wirklich, dass man jeden Stein, also wirklich jeden kleine Erhebung auf dem Boden auch wirklich spürt als das, was es ist und nicht nur als ein dumpfes Gefühl, weil die Sohle wirklich extrem dünn ist beim Soulrunner und ja, und man ist einfach nur vor Scherben geschützt und ja, unter anderem direkten Kontakt mit diversen Dingen, was man eben nicht möchte, warum man halt einen Barfußschuh trägt und nicht direkt barfuß läuft. Die Sohle des Soulrunners ist aus einer Kevlar-Verbindung und ja, ist eben wirklich sehr strapazierfähig. Ich bin jetzt nicht bewusst in Scherben reingetreten, aber ich habe die Soulrunner schon auf dem Rad mit Klickpedalen genutzt. Also die Soulrunner natürlich nicht eingeklickt, aber also wer nicht weiß, was die Klickpedalen sind, das sind so Pedalen aus Metall, die auch sehr viele Spitzen haben, damit du entsprechende Schuhe fürs Fahrradfahren einklicken kannst. Und darauf habe ich dann sozusagen ja, mit den Soulrunnern getreten und das sind die spitzen Metallteile, die, ja, die man natürlich dann spürt, auch immer haben sie durchgedrückt, aber den Schuh hat es nicht kaputt gemacht. Nach einem Jahr kann ich wirklich sagen, die Sohle ist noch voll intakt und es sind auch keine Nähte aufgerissen und der Schuh ist eigentlich nach wie vor im Auslieferungszustand, wenn man die grundsätzliche Funktionalität zugrunde legt. Der Vibram Five Finger hat ja von allen die stärkste Sohle, was bedeutet, dass man ja hier eindeutig das geringste Bodengefühl hat. Das bedeutet natürlich, dass man in dem Vibram Five Finger am besten von Spitzen, Steinen, Scherben und Co. Gewappnet ist, sowohl im Gefühl als auch tatsächlich der Schutz. Allerdings ist schon wie erwähnt, ja nun gerade dieses bei Barfußschuhen dieser Bodenkontakt, dass man das spüren möchte, ja eigentlich gewünscht. Ne? Aber die Sohle ist auch nach ungefähr ein Jahr intensiver Nutzung auch voll intakt. Also ich habe zuerst den Vibram Five Finger gehabt, ein Jahr lang, und dann bin ich umgeswitcht auf dem Soulrunner. Ja, es sind auch bei dem Vibram Five Finger keine Nähte aufgeplatzt und ja, solide verarbeitet. Nur die Sohle von innen, das habt ihr vielleicht gesehen, die hat reichlich Abtrieb verursacht und ist ziemlich beansprucht. Also wirklich von innen. Aber das ist eigentlich relativ irrelevant, weil ja, ist halt ein bisschen angeraut jetzt. Aber definitiv auch der Vibram Five Finger hat eine wertige Verarbeitung. Der Leguano ist laut Leguano Shop für 1000 km ausgelegt. Zumindest ist er nach 1000 km noch tiptop in Ordnung. So war die Information. Das erscheint mir jetzt nicht wirklich viel. Also ich weiß nicht, wie viel ich jetzt in dem einen Jahr gelaufen bin mit dem Soulrunner, aber 1000 km erscheint mir wirklich nicht viel. Ja, aber gut, da ich habe persönlich keine praktischen Langzeiterfahrungen mit dem Leguano, sondern nur die Information und da möchte ich auch kein Urteil ergeben, sondern euch nur diese Informationen, die ich habe, mitteilen. Die Verarbeitung scheint auch beim Leguano wirklich wertig und der Service bei Problemen soll laut Internetrecherche in den entsprechenden Leguano Shops, wo man seine Träder gekauft hat, wirklich sehr gut sein. Ja, es scheint so, dass in Sachen Haltbarkeit und Qualität keine wirklichen nennenswerten Unterschiede zwischen den drei Modellen existieren. Mit der Ausnahme, dass, ja, dass diese Annahme bei Leguano ja, auf von mir gesammelten Internetberichten beruht, dass das so ist. Das nochmal explizit erwähnt. Ja, dann müssen wir natürlich noch das ja, Alleinstellungsmerkmal des Vibram Five Fingers ansprechen, die Zehen. Der Vorteil liegt darin, dass sich die Zehen wie barfuß frei bewegen können. Aber das stimmt nur bedingt. Durch die recht starre Sohle, die ja direkt bis an die Zehen geht, das habt ihr ja gesehen, entsteht eine relativ starre Oberflächenspannung. Und es ist auf jeden Fall etwas freier als in einem fest geschnürten Halbschuh, aber die Bewegungsfreiheit der Zehen ja, ist zum Beispiel im Soulrunner trotz nicht einzeln separierter Zehen deutlich besser, zumindest wahrgenommen. Beim Laufen bewegen sich ja, die Zehen zwar primär nach oben und unten, ne, also so, aber wenn man im Ballengang unterwegs ist, was man mit Barfußschuhen sollte, denn ansonsten schadet man sich ja mehr mit den Barfußschuhen als dass die Barfußschuhe nützen, dann gehen die Zehen beim Aufsetzen auch so leicht so ein bisschen auseinander. Und ja,
Und dann hat man bei der Zehenform des Vibra-Five Fingers natürlich wenig Flexibilität, weil diese Bewegung der Zehen ist relativ schwer durch diese Gummisohle, die relativ starr ist und bis vor die Zehen geht. So geht das, aber so ist relativ schwer. Beim Leguano ist der Fuß ja wie durch so eine Socke umspannt, was ja durch das durchaus straffe Anliegen auch die Bewegungsfreiheit der Zehen auch etwas einschränkt. Ne? Es ist zwar möglich, aber man muss ja gegen diesen Stoff ein bisschen arbeiten dann. Und ja, und beim Soulrunner hat man ja hingegen bei der Konzeption des Schuhs auch gesehen natürlich, dass es ein abgeschlossener Schuh ist, hat aber den vorderen Bereich des Fußes sehr, sehr breit gewählt. Und das habe ich euch auch in einem Video gezeigt, sodass die Zehen wirklich viel Spielraum haben, auch vorne. Das Einzige, was beim Soulrunner eben nicht oder man nicht in der Form machen kann wie beim Vibram Five Finger, ist, dass man die Zehen gegensätzlich bewegt. Also so. Das bedeutet, dass eine Zehe nach oben geht und die andere Zehe nach unten geht. Das ist dann wahrscheinlich, also das ist mit Sicherheit beim Vibram Five Fingers dann am besten geregelt. Ja, dann eine Sache, die sehr viele immer vergessen. Wenn man seinen Gang auf Ballengang umstellt, also auf Barfußlaufen, dann ändert sich die Fußmuskulatur und der Fuß auch selber. Das bedeutet, der Schuh muss oder sollte das Potenzial haben, sich auch mit zu verändern. Beim Leguano hast du da überhaupt keine Probleme. Genau wie beim Soulrunner, da die Oberhaut des Schuhs sehr elastisch und dehnbar ist. Beim Vibram Five Finger sind durch die hohe Oberflächenspannung der vorgefertigten idealen Fußschale und ja auch des recht starren umlaufenden Randes sicher mit auf jeden Fall mehr Problemen zu rechnen, was das angeht. Ich möchte wirklich nochmal explizit ja, auf diesen harten Nippel eingehen, am hinteren Ende des Vibram Five Fingers, den ich euch auch im Video gezeigt hatte. Und möchte euch da wirklich warnen, ich bin ein Jahr damit gelaufen und ohne Socken wurde das regelmäßig zur Tortur. Ich brauchte wie die Frauen, die also Stöckelschuhe tragen, immer so ein Achillessehnenpflaster so in der Apotheke, um mit diesen Schuhen zu laufen. Also da möchte ich auch explizit warnen aus meiner Sicht. Ja, und bei den anderen beiden, die lassen sich problemlos barfuß tragen. Ja, das funktioniert beim Vibram Five Finger nicht. Allerdings, wenn man sie barfuß trägt, das gilt für alle Schuhe, riechen sie natürlich und man muss sie waschen. Waschbar sind alle Schuhe. Ja, und dann steht man noch vor dem nächsten Problem. Man muss sich entsprechende Zehensocken kaufen beim Vibram Five Finger, was du beim Leguano und Soulrunner nicht musst. Das geht natürlich auch nochmal ins Geld und das Anziehen. Ist auch immer geübt ist, ich habe ja immer noch die 10 Socken, ich habe mir damals gekauft, durchaus zeitaufwendig. Wobei ich natürlich bei den Socken, wenn man Socken trägt, absolute Empfehlung für 10 Socken gebe. Es macht total Spaß und ist sehr angenehm zu tragen, die Socken. Aber wenn wir jetzt eher auf barfuß umstellen wollen, brauchen wir ja tendenziell vielleicht gar keine Socken. Und also nur, dass ihr es wisst, wenn ihr die Vibram Five Fingers kauft, müsst ihr euch auch 10 Socken kaufen und die sind durchaus teuer. Ja, dann noch der Hinweis, beim Anprobieren der Five Fingers wirklich auf die absolut perfekte, druckfreie Anprobe zu bestehen. Ich hatte damals die Schuhe in einem Shop anprobiert und ja, gesagt, ja passt, wie ich so normale Schuhe habe, passt hinten vorne, alles gut, bisschen Druck und so, aber passt. Und nach einem Dreivierteljahr wurde aufgrund einer kleinen Druckstelle am linken Zeh die große Zehe bei mir richtig schwarz, also der Zehennagel. Anfangs dachte ich mir, ja, drauf geschissen, da es nicht weh tat. Aber irgendwann tat es dann weh und das Schwarze ging immer weiter, bis der komplette Zehennagel komplett schwarz war. Immer nur wegen dieser kleinen Druckstelle bei diesen Vibram Five Fingers. Ja, und seitdem trage ich dann auch den Vibram Five Fingers nicht mehr und das hat ein halbes Jahr gedauert, bis das wieder weggegangen ist. Und da wollte ich auch nochmal explizit darauf hinweisen. Man sollte alle also wirklich beim Kauf bei Vibram Five Fingers wirklich auf die 100%ige Passform jeder einzelnen Zehe achten. Und ja, man muss ja auch sehen, jede Zehen sind individuell. Also, das ist halt vorgefertigt, die Zehen. Also, mir erscheint das System der Vibram Five Fingers so ansprechend, dass damals, wo ich es gekauft habe, fand, mittlerweile nicht mehr praktisch gut durchdacht. Aber meine Meinung. Ja, wie schneiden nur alle die drei Modelle beim Regen ab? Alle drei sind nicht wasserdicht, aber trocknen recht schnell ab. Also, im Sommer ist das überhaupt kein Problem, aber für ja, die nasse Kälte im Herbst und Winter sicher gewöhnungsbedürftig, so ein Barfußschuh. Ja, unbedingt halt noch ein Wort wollte ich noch sagen zum Ballengang. Der Vorteil der Barfußschuhe ist, dass man damit den natürlichen Laufstil pflegen kann. Also das bedeutet, dass die Stöße, die man hat, wenn man aufkommt, von den Muskeln und von den Sehnen abgefangen werden. Wenn man aber nun barfuß läuft,
oder mit Barfußschuhen, aber trotzdem zuerst mit der Ferse aufsetzt, also Ferse auf und dann abrollen, dann tut man sich mit diesen Barfußschuhen keinen Gefallen, denn dann schlägt der Stoß ungebremst von der Hacke übers Schienbein aufs Knie und ja, macht sich selbiges im Laufe des Barfußgangs dann immer mehr kaputt oder zumindest sagen wir mal so, man beansprucht es viel, viel mehr, also halt Knochen auf Knochen. Ja, dann macht nämlich die Dämpfung und die Federung eines typischen Schuhs absolut Sinn, wenn man wirklich Fersengang läuft. Wenn man Fersengang läuft, sollte man keinen Barfußschuh kaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich ganz, ganz wichtig. Keine Dämpfung bedeutet, dass ihr dämpfen müsst mit euren Muskeln und mit euren Sehnen. Dann könnt ihr auch Barfußschuhe nehmen und das ist auch dann gesünder. Ne? Also ja, also Ballengang ist klar, ne? Also Ballen ist das vorne. Also wenn das der Fuß ist, das sind die Zehen. Mit dem Fußballen zuerst aufsetzen und dann zur Ferse hin abrollen. Ne? Das ist am Anfang recht ungewöhnlich, aber gibt es Tutorials bei YouTube oder kommt man bei mir vorbei, dann machen wir das mal zusammen. Ansonsten ganz easy peasy, das innerhalb von einem Tag habt ihr das drauf und dann müsst ihr üben. Allerdings bekommt ihr relativ schnell Muskelkater, weil dann eben Muskeln beansprucht werden, wie zum Beispiel in der Wade, die ihr vorher nicht so beansprucht habt. Aber das ist gut, ne? Positiver Schmerz. Wie gesagt, kann man gar nicht oft genug betonen, mit diesem Ballengang und Barfußschuh. Denn viele denken, oh geil, Barfußgefühl in dem Schuh, das will ich. Aber dann ja, gibt es beim Fersengang eben eine erhöhte Belastung fürs Knie, gerade so oben drauf. Also Barfußschuhe, Ballengang, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das nicht umsetzen wollt, dann gebe ich keine Empfehlung für irgendeinen Schuh. Aber sonst gebe ich Empfehlungen. Und zwar für den sockentragenden Zehenakrobaten, der seine Zehen eben gegenläufig bewegen kann und will und vom Boden nur rudimentär was mitbekommen möchte, für den ist der Vibram Five-Finger genau der richtige Barfußschuh. Ernsthaft kann ich den nicht wirklich empfehlen, aus meiner persönlichen Erfahrung. Für den preisbewussten Wenigläufer, der unkomplizierten Komfort möchte, kann der Leguano durchaus eine etwas preisgünstigere Einstiegsvariante ins Barfußlaufen sein als der Soulrunner zum Beispiel, also der FX Trainer von Soulrunner oder andere Modelle. Aber eigentlich für alles andere oder eigentlich für alles ist zumindest dieser FX Trainer von Soulrunner und wahrscheinlich eben auch andere Modelle ja, von dem Hersteller meine absolute Empfehlung. Das Entscheidende ist die Sohle, dass sie einfach hier wirklich die absolut beste im Test ist. Sie ist sehr dünn, sie ist sehr flexibel und sie ist sehr belastbar. Dazu eben ultra bequem, der ganze Schuh in der Ausführung durch die weite Ausführung die im vorderen Bereich. Ja, aber in Sachen Bequemlichkeit kann der Leguano durchaus auch mithalten. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Also ja, ich hatte auch am Wochenende mit einem Freund, mit Joachim, gesprochen und er meinte auch, dass in seinem Bekanntenkreis auch der Soulrunner die favorisierte Variante für den Barfußschuh ist. Also das auch nur mal so als Nebeninformation, während Joachim kennt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich sagen, probiert ruhig alle drei durch und schaut an, was euch am besten liegt. Meine Erfahrung habt ihr jetzt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Falls ihr auch dieses Jahr anfangen möchtet, auf einen gesunden Ballengang und auf einen Barfußlaufen umzustellen oder einen Barfußschuhlaufen, ja, dann hoffe ich, dass euch das, wie gesagt, gefallen hat. Würde mich immer freuen, eine positive Rückmeldung, entweder via Daumen oder Kommentar. Und verabschiede mich heute von euch und macht's gut, euer Christian. Tschüss.